Ohne Grüßti. Ein Weißbier und ein Wasser, das gehört. Grüni? Ja, das Ja. gerne. Aha. Oder so ein Topf. Ein Früchtemix. Kriegst du. Ah, oh, wo wir in das haben. Oh Mann, wo wir das wieder versteckt haben. Jetzt haben wir ein Dreigel Uniertel, ein Dreigel Silenza und ein Dreigel Früchtemix. Um 11:30, 12 ist der Lift zugegangen, irgend sowas. Und da haben die erst oben? Ja, war schon. Also nicht alles haben, aber es ist eine halbe wieder aufgefahren. Der Rock, der Turnerrock, sagt man, also 12 Maß werde er schon drungen haben. Wie viel? 12 Maß werde er schon drungen haben. Nicht laut der Bier sagt er, aber. Ja. Naja, von heute Vormittag bis um 12 Uhr auf Servus, Pfiffi. Gut, ich glaube, noch haben wir es. Ja. Da haben wir es, da haben wir alles. Schon mal gerammt. Das war jetzt meine Befürchtung. Der Dampfinger noch nicht da gewesen haben, aber die haben da gewesen.
habe ich alles, was ich brauche, zum Anfangen. Hast du dein Gatz hin oder kommst du einer? Oder muss jetzt zur Oma gehen? Gell? Hast aber nichts extra. Hast du mir jetzt hingehängt? Vor der Kamera hast du mich hingehängt. Ja, jetzt du traust da. Nein, aber ich habe unbedingt Apfelkirsch. Schorle und ein Saft hat da war mit Mama gekauft, oder? Ja, und dann hat er versehen Veronika ein Glas getrunken. Oh, jetzt ist das so gut gewesen. Jetzt hast du uns noch. Da, hast uns jetzt kann einer drin, stimmt. Du hast uns aber schon mal einen drin. Und nachher auf einmal nicht mehr. Aha. Zweimal schon nicht. Aber das wird sich ändern. Dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt einmal. Ja, darum haben wir auch mal, da mal was sagen. Druck ausüben. Macht genau. Nichts. Ja gut, man kann nicht allwissend sein. Ich habe mich irgendwie auf Thomas verlassen und Thomas haben wir nicht mehr hergeholt. Also ist. Ja gut, Hans, packen wir es wieder. Wir sehen du den Unterschied zwischen Schwindeck und Buchbach. Schwindeck, in meinen Augen ein Brücke mehr unternimmt, ein Brücke fortschrittlicher ist. Ich glaube aber, dass ein Buchbach nicht so viel nachsteht, aber Schwindeck kommt man einfach für, dass, ja, bestimmt auch durch Bahn, dass die da einen Vorteil haben. Und im Buchbach zwar auch was passiert, ich sehe es jetzt gerade wieder mit dem Angebot für Tagstützelheizung, die wo jetzt die Gemeinde da machen möchte, dass hier da was passiert und dass Buchbach da schon auch was los ist. Aber im Sport haben wir auf alle Fälle besser wird Schwindeck. Und ich habe jetzt Vormittag, Gott sei Dank, außer vielleicht Skottendorfen, kann man sagen, bei der Renate, da ich da nicht raufgekommen bin, da nicht gerannt ist. Du sollst nicht deinen Schüttel umhaben, du sollst rennen. Weil mein Vater hat das damals wieder vom Gewürkheim gekommen ist, 48 von der Gefangenschaft. Er war ja ein gelernter Schneider und da hat er da eine Verwandtschaft gehabt, das waren früher bei den Ellinger, die haben damals schon Kral gemacht. Und wo übrigens sogar der Sohn von den Ellinger ein Buch geschrieben hat, ich habe sogar das Bier hier daheim. Lausbubengeschichten von Burbach so ungefähr, meine Lausbubengeschichten. Und ja Franz, das ist nicht gut, das ist zu wenig. Ja, 66 Jahre bin ich halt mitgefahren, das erste Mal. Da war er 12 oder 13 Jahre alt, oder? Und, ja, gute 13. Im September bin ich 14 geworden. Also am 1. August 66 Jahre ist Arbeit noch gefahren. Ja, ja. Und 71 bin ich nach Adelaar gefahren. Anno Domini. Ja. In der Zeit hast du Lastwagen gefahren, gell, Franz? 45 Jahre. Ab 55 bis 2000. Ich bin ganz viele Kilometer oben gefahren und damals war es ja noch schlecht. Straßen nicht ausgebaut und verwahrt und so weiter. Da. Vertuschen brauchen wir nicht. Ja, Leonhard? Nein, Franz, nein. Ja, nein. Ja, und wenn er jetzt nicht dabei war, dann stellt er das Nachmittag noch zu. Der Leonhard ist ein Profi. Ja. Was macht denn ein Profi aus? Ja, Erfahrungen hat er schon lange, Jahrzehnte. Ja, das ist, sag mal, Profi, oder? Ja. Hat er halt auch bei Ellinger das Kralmacher angefangen und damals der Tranwolf gegangen. Der hat auch Kral ausgefahren. Das war natürlich alles nicht so groß. Der Papa hat oft erzählt, wenn er einen Tag 5 Tragel Gral verkauft hat, da war die 50er Jahre, na, war es schon gut. Weißt schon, teilweise im Winter zu den Bayern gar nicht hinfahren. Das,
Wenn es oft heute eine Brücke eine Kundschaft ist, dann verkaufst du 5 auf einmal, weißt du? Da ist den ganzen Tag umeinander gestopselt, da einmal 5, da einmal 10. In jeder Zeit gar nichts. Und ja, dann hat er halt 52 oder das Geschäft noch gekauft. Damals um 5000 Mark. Natürlich ausgehalten nicht gehabt, ist ja klar. 48 vor der Gefangenschaft heimgekommen, da werden nicht viel gehen. Naja, im Laufe der Jahre hat er es halt noch nicht erholt, das ist halt weit. Ja, dann hat er das Geschäft gehört bis 82. Ja, hat er so, ich war eigentlich gar nicht so scharf drauf. Da habe ich gesagt, Bruder, dann nimmst du das Geschäft. Ja, unbedingt. Ich bin ja gar nicht so scharf drauf. Ja. Ich wollte zwar halbe das machen, weil das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ja, und jetzt bin ich ja 49. Arbeitsjahr. Toll. Welche Rolle spielt dann deine Tochter? Meine Tochter ist vom selben Schlag, sage ich jetzt einmal, wie der Vater, aber auch seine Mutter. Die mag halt das mit Geschäft. Und Claudia war und ist sehr, ja, sehr engagiert. Also bin schon stolz drauf, das muss ich schon sagen. Und darum habe ich auch vor 5 Jahren das Geschäft übergeben. Da war es da 36, dann habe ich gesagt, Dürnl. So. Du möchtest nicht ins Geschäft gehen, wenn du 50 Jahre alt bist, weil dann interessiert es dich vielleicht nicht mehr. Magst du jetzt hast du die Energie und die Freude damit. Oder auch nicht. Jetzt muss ich mal das aufschreiben, weil sonst vergiss ich das wieder. 16.03 hätte der Schwiegersohn geschrieben, das war ein halbes Jahr zurück, das war eigentlich nicht, ist nicht gut. Jetzt pass mal auf. Okay. Und da. Ich bin ja 4 Jahre gehalten, die wo ich aufschreibe, alle 14 Tage. Nächsten Klärmschein her, was da alles zusammenkommt. Jetzt habe ich noch eine und dann wird die auch gestrichen. Dann ist da auch wieder rüber. So, jetzt haben wir das wieder. 14 Tage. Jetzt rechnen wir das einmal nach. Richtig gerechnet, Taschenrechner oben, Käufer. Dabei? Ah, muss ich denn? Ah, muss ich. Da haben wir Freude und Winter, wenn es einen Schnee gibt. We'll be right back.
jetzt kriege ich gerade noch Orangen. Und bei der Leipzigerin hätte ich noch da gekriegt, dann habe ich gesagt, jetzt ein paar Mal nicht auch nicht, wo ich da hin tue. Sag ich, ich bringe jetzt nur unter die Orangen. Sehr gut. Ja, mir geht es nicht schlecht bei den Leuten. Du bist ja eher ein Karrer. Ja, eher schon wieder nicht. Nein, nein, so ist es auch wieder nicht. Aber man sieht halt auch wieder, wenn man von den Leuten was kriegt, dass sie das gern geben und dass sie jetzt einfach nichts erbarmt und das freut einen. Darum nehme ich es ja gern. Da kann keiner reden. Nicht. Und das beruht auch nachher irgendwie auf Gegenseitigkeit. Weil ist bei einem Fußball Semimblim, da ist am Samstag bei einem Einkaufertag mit Monika. Da habe ich gesagt, du magst die Semin, weil wir haben ja da, was weiß ich, so 70er und 80er Blim. Sonst bringe ich es einer Leipzigerin, wo wir jetzt waren, weil die dort hinführen damit, weißt du schon. Ist ja klar, das sagt mir halt wieder einen Kreislauf rein. Mache ich oft, wie die, da möchte ich es oft nicht gleich machen, aber es sind oft so Kleinigkeiten wie Ohrschalner. Die schmeißt man mir nicht mehr weg. Bringen wir hier. Und wird die wieder zu kleinern und gibt es eine Hähne. Also, wieder Kreislauf. Genau das gleiche wie mit dem Brot. Da, es wäre ja Sinn, wenn man das an die Mülltonne schmeißen darf. Wenn auch so viel weggeschmissen wird, aber da haben wir mir, sage ich, da bin ich noch recht. Ja, und die braucht es. Monika. Ja, mei, so viel. Du bist der Narisch. Geht's gut, Monika. Den tue ich mir jetzt hinten auf, weil vorne wäre es mir zu viel. Der Hans ist ein pensionierter Lehrer und er macht ja so eher Dokumentation. Also hauptsächlich macht er Apps übers Ehrenamt im Burgbach am Fußball und er möchte mich bei der Arbeit einfach einmal eine Brücke filmen und wie ich mit den Leuten umgehe. Und das möchte der Hans ihm auch mal eine Brücke dokumentieren. Okay, bin verkabelt. Alles, was du sagst, ist auch dabei. Das ist alles klar. Petzenhaupt kommst du nicht vorbei. Hä? Petzenhaupt. Alle kommen ein Petzenhaupt nicht rein. Was hat denn dem Lastwagen gefeit? Der Anlasser war hier und der Zahnkranz. Au! Das wäre eine deine Sache. Aber was willst du denn da? Ich meine, wenn doch ein Tag wenn die 100 Mal gestartet wird, da ist ja das sowieso noch relativ, dass man nach 9 Jahren, ich meine, der Anlasser war es jetzt das zweite Mal, aber dass er einen Zahnkranz auch hat, das hätte ich mir jetzt eben nicht gedacht. Du weißt, der Zahnkranz, wo halt quasi der Anlasser reingeschlürft. Und naja, gut, ich kann deswegen nicht einen, wir können deswegen nicht einen Lastwagen verkaufen. Der wird jetzt einmal, was weiß ich, Lasten kostet 500 Euro, der Zahnkranz. Wir müssen den ganzen Motorblock unten auseinanderbauen. Naja, ist wie es ist. Jetzt haben wir bei den Armen. Fragen. Das wäre nicht anders, da ist ein Racher so niederdruckt. So. Was macht einen guten Getränkeverkäufer aus?
Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Ehrlichkeit. Weil erst die Saison habe ich gekostet, aber nein, das bin ich auch nicht. So ist es nicht. Die Breiz laufen wir. Ja, jetzt haben wir noch Aqua und dann muss ich noch ein Spezi bringen. Kannst du gehen noch mit? Ja. Mit Nick, weil ich mache dabei meine Arbeit. Ja. Schreibe alles zusammen. Ja. Du hast das Geld rein, aussehen. Außer zuerst und dann rein. Wenn es noch sein muss, schauen wir mal. Wenn es ist, kostet dann mehr rein, du wirst aus. Oh, die ist schlecht, da wäre ich daheim geschimpft. Ich habe mal eine Muttersau gehabt, die hat. Nach dem Abfackeln, ich setze die Fackel nach 4-5 Wochen ab. Und dann haben die Fackel viel gesuffen und dann ist die Sau mager geworden. Und dann hat sie mal nicht mehr einen Bruch gefressen. Und dann habe ich ihr alle Tage ein halbes Bier, ein Schweiger Alkohol freigegeben. Und die hat die halbe innerhalb von 4-5 Sekunden hat die abgezogen, die Flaschen in den Mund rein. Nicht einmal ein Flaschenhals kaputt gebracht, nichts. Und das haben wir, was ich, eine Woche gemacht und dann hat die wieder gefressen. Neugieriger. Die haben halt wirklich alles haben nicht geschreckt und nicht. Okay. Da gehe ich auch zum Ausmisten, ohne dass mich einer beißt oder irgendwas tut. Weil sie es auch gelernt haben. Die haben irgendwie, sag ich mal, ja, von klar auf immer in Kontakt mit uns. Und neugierig. Okay? Neugierig. Grad minus rausgefahren. Ich kann bis bei den ersten Kundschaften, da wäre jetzt Volker Seich, wäre jetzt Hoch, wäre ich nie vergessen. Da haben wir mal oder 18, 19 Grad minus, mei, was da kalt. Da war ich noch nicht einmal zu hoch drin, da haben die ersten Grad schon gefroren. Und das Wasser. Aber wie gesagt, heute mache ich es halt so. Ja, gut, 20 Grad haben wir eigentlich selten mehr. Oder eigentlich, ja, gar nicht, darfst du nicht sagen, es kann alles wieder kommen.
ich räume jetzt das aus. Wie oft habt ihr Schnee räumen müssen? 4-5 Mal. Und letztes Jahr? Letztes Jahr höchstens 2 Mal. Nach welchen Gesichtspunkten tust du das? Schon vom Gefühl her. Von Limo, dann Wasser, dann Schollen und dann Weißbier und so diverse Sachen wie jetzt alkoholfreies und alkoholfreies Weißbier. Und dann hinten kommt noch das Bier auf. Und so ist das eigentlich halbwegs. Wirklich oft halt. Ziege Hörbeschuss ist ein Cola heute dabei. Nehmen wir raus, hier drin, so wie wir sind. Nein, Martin. Okay, der Berger. Ich komme halt oft so fertig heim, da ich eigentlich nicht mehr viel brauche, weil ich bin dann unten, weißt du, das geht auch nicht mehr, weil gut, ich wäre jetzt 63 Jahre, ich bin auch kein Maschinierer und wenn ich den ganzen Tag so da hier arbeite und man ist eigentlich, ich bin eigentlich fertig, ich kann halt nicht mehr, ich möchte auf die Nacht heimkommen, möchte einen Lastwagen einfahren und dann muss ich Ruhe sein.